So, hallo, wir machen weiter bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Auf den Spuren des Finales, sage ich mal vorsichtig. Letztes Mal haben wir die Schnitzeljagd mit Zelda beendet und dann gegen ganz viele Phantom-Ganons kämpfen müssen. Wobei uns unsere Kollegen geholfen haben, also die echten Weißen, also was heißt Weißen, die echten jetzt Nachfahren der Weißen sozusagen sind aufgetaucht. Und ja, da sind sie ja wieder. Und jetzt gibt es hier sicherlich ein nettes Gespräch. Schön, dich wiederzusehen. Sieht aus, als hättest du einiges durchgemacht. Tut mir leid, dir keine Verschnaufpause zu geben, aber könntest du uns sofort alles berichten, was da oben passiert ist? Selbstverständlich. Verstehe, verstehe. Ich glaube, damit steht einiges fest. Was ihr im Schloss gesehen habt, war der Dämonenkönig, von dem in der Legende des Versiegelungskrieges die Rede ist. Und die Prinzessin, die in den verschiedenen Gebieten gesichtet wurde, war eine Fälschung. Sie erschien nur deshalb in Schloss Hyrule, weil der Dämonenkönig Link dorthin locken wollte. Ich wusste gleich, dass da was nicht stimmt. Wenn das die echte Zelda gewesen wäre, wäre sie längst dabei, Hyrule zu retten. Der Kataklysmus, die seltsamen Phänomene, die falsche Prinzessin. All das hat mit der Rückkehr des Dämonenkönigs zu tun. Die wahre Zelda war also die ganze Zeit gar nicht da, sondern nur in der fernen Vergangenheit? So wie wir es in der Vision gesehen haben. Davon ist auszugehen. Und sie scheint dort in der Vergangenheit irgendeinen Plan geschmiedet zu haben, um den Dämonenkönig zu besiegen. Ja, ein jeder unserer Ahnen legte vor Zelda ein Gelübde ab. Im Falle der Rückkehr des Dämonenkönigs sollte je einer ihrer Nachfahren als Weise erwachen und Link zur Seite stehen. Ich wünschte, wir wüssten, was Zelda in der Vergangenheit noch unternommen hat. Wenn sie nur hier wäre, um an unserer Seite zu kämpfen. Also, darf ich Ihnen jetzt sagen, dass ich weiß, dass sie der Drache ist? Weil die Information, dass sie in der Vergangenheit lebt, ich weiß mehr. Darf ich das äußern? Ich würde gerne mich äußern. Darf ich das? Wir wissen nicht mal, wer dieser Ganondorf eigentlich ist, außer halt, dass er sehr stark und sehr böse ist. Was sollen wir nur tun? Nach dem, was ihr sagt, scheint es so, als hätte die Prinzessin gewusst, dass der Dämonenkönig wiederkehren würde. Und in Erwartung dieses Ereignisses hat sie in irgendwelchen Vorkehrungen getroffen. Sie ist ein Drache geworden. Sie hat das Masterschwert repariert. Können wir bitte nicht so tun, als wüssten wir das nicht? In unserer Zeit muss es Spuren geben, von denen wir bislang nichts wissen. Oh. Du hast vollkommen recht. Wir sollten jetzt die Flossen nicht in den Schoß legen, sondern stattdessen nach einer Lösung suchen. Ja, die Anhaltspunkte sind die Geoglyphen. Ich habe die übrigens schon untersucht und wir haben schon was rausgefunden. Wartet mal. Ihr habt doch gesagt, dass in diesem Versiegelungskrieg König Rauche und die sechs Weißen gekämpft haben, oder? Wind. Feuer. Wasser. Donner. Die Prinzessin wurde zur Weißen der Zeit. Ah. Ich verstehe. Wie, was? Worum geht's? Ja. Es muss noch jemanden geben. Die Schwester, die in meinem Dings drin ist. Aber das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Na, also hier im Dings, in dem Pad halt. Es gibt einen weiteren Weisen. Das wird uns sicher irgendwie weiterbringen. Es dürfte sich jedenfalls lohnen, nach dieser Person zu suchen. Eure Bestimmung als Weise habt ihr alle an Orten erhalten, die mit der Zeit der Legende in Verbindung getreten stehen, oder? Da wird es naheliegen, wenn der Verbrenner Weise jedenfalls... Kakariko! Der geheime Kringel. Ganz Hyrule auf gut Glück zu durchsuchen wäre aussichtslos. Aber wenn wir uns auf die Ruinen aus dem Zeitalter der Legenden konzentrieren können, ist das ein guter Anhaltspunkt. Ja, Kakariko. Die Kranzruinen. Gut, wenn wir uns da einig sind, dann sollten wir uns für die Suche aufteilen. Ja. Jeder von euch sollte in seine Heimat zurückkehren und dort Informationen zum verbleibenden Weisen suchen. Und du, Link, könntest auf eigene Faust nach einem Hinweis suchen, der uns eventuell bisher entgangen ist. Viel Glück euch allen. Ja. Kakariko. Und wieso darf ich nicht sagen, dass Zelda der fucking Drache ist? Finde den fünften Weisen. Yo, what the frick? Wir müssen Hyrule beschützen, das sind wir Prinzessin Zelda schuldig. Aber der Mondkrieg weiß nicht, jetzt müssen wir den fünften Weisen finden. Die Ruine der Sonar-Zivilisation erforschen lassen. Ja, ich bin immer noch für Kakariko.
Fünfter Weiser. Die Ruinen aus dem Zeitalter. Ja, Mann! Alter. Ich will dir sagen, dass ich weiß, wer Zelda ist. Ich krieg hier zu viel, dass ich das nicht sagen darf. Alter! Ich hab's Impa gesagt. Wieso kann man das nicht Pura sagen? Das ist so dumm. Das ist so dämlich, dass man das nicht sagen kann. Das wäre ja eine. Oh, Alter. Das wäre ja mindblowing für die. Zu wissen, dass. Ach, Alter, das ist dumm. Das ist wirklich richtig dumm. So, wehe, ich kann jetzt nicht zu diesen Kranzruinen. Wir wissen jetzt, dass diese Zelda fake ist. Können wir jetzt bitte erklären, dass die nicht diese Ruinen. Oh. Das mit dem Drachen regt mich auf, dass ich das niemandem sagen kann, ne? Das ist so dumm. Es ist halt auch. Es entbehrt. Es gibt keine Logik dahinter. Es gibt keine Logik dahinter. Es ist ein Storystrang. Entschuldigung. Ein Storystrang, den wir abgeschlossen haben, der jetzt eigentlich allgemeingültig sein müsste. Nichts davon ist hier. Ah. So. Wer steht da jetzt rum? Ja, immerhin. Okay, ich kann was Neues auslösen. Na, immerhin. Link, guten Abend. Du sorgst auch gerade über die schwimmenden. Grübelst du auch gerade über die schwimmenden Kranzurine nach? Ja, ja. Ja, wir wissen etwas. Immerhin das können wir erzählen, danke. Die Zelda, die nach dem Kataklysmus erschien, war eine Marionette des Dämonenkönigs. Und die echte Zelda ist weiterhin spurlos verschwunden. Das ist ja kaum zu glauben, welch bizarre Wendung. Wie schwer es mir fällt, so etwas zu glauben. Und doch weiß ich, ihr würdet niemals lügen, Link. Im Nachhinein muss ich euch sagen, dass die Prinzessin Zelda, die uns besuchte, eine ungewöhnliche Aura besaß. Wenn es also eine falsche Prinzessin Zelda war und sie dem Dämonenkönig diente, dann hieße das ja. Sie muss uns den Zutritt zu dieser schwebenden Kanzlerin aus anderen Gründen untersagt haben, aus boshaften Gründen. Ist die Ruine dem Dämonenkönig vielleicht auf irgendeine Art und Weise ein Dorn im Auge? Womöglich ist das der Grund. Und das wiederum würde bedeuten, dass wir diese Kranzruine schleunigst unter die Lupe nehmen müssen. Ganz genau, es gibt keinen Grund mehr, jetzt noch an das Verbot zu halten. Nichts wie los, Herr Tauro. Die schwebende Kranzruine muss gründlich erforscht werden. Da bin ich aber auch dafür. Endlich ist es soweit. Da steppt die Rüstungskrabbe. So sagt man das wohl in ihrer Heimat, Herr Tauro. Aber die unbedingte Freude ist nur zu verständlich. Oh. Wobei es noch eine ganz entscheidende Hürde zu überwinden gibt, ehe wir mit der Erkundung beginnen können. Oh. Es scheint offensichtlich, dass sich im Inneren der Kanzlerin ein Hohlraum befindet. Jedoch scheint kein Weg hineinzuführen, welch Dilemma. Ja, das kriege ich schon hin. Das kriege ich schon hin. Die Steintafel mit den Inschriften. Ja, 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 ja. Wenn ihr mich jetzt endlich da durchlasst, dann können wir loslegen. Ja. Du informierst, ich kümmere mich. Let's flipping go. Und du blödes Gesichtskrapfenviech, entschuldigst dich jetzt gefälligst. Das hättest du schon die ganze Zeit gekonnt, wenn du dich nicht immer aufgehalten hättest. Störe den Meister nicht, ich hau dir mein Schwert ins Gesicht. Alter. Du löst hier gar nichts. Du. Ich lass das garantiert nicht. Dumme, blöde. Boah. Alter. Triggern mich solche Menschen, ne? Erst die ganze Zeit hier einer auf Hilfe, darf da nicht durchmachen und dann. Oh, Alter, triggern mich solche Menschen. Bruder. So, okay, also. Hier durfte man bisher sozusagen noch nicht hin, ne? Das war alles noch nicht begehbar. Also alles das geht erst jetzt. Also ab hier muss man sich sozusagen wieder gut umgucken, ob man irgendwas Krasses verpasst hat. Ich sehe da direkt was.
So, das war natürlich alles nur für den Krog. Die gesamte Mission war nur für diesen Krog hier. Sonst für gar nichts. Okay, auf geht's nach oben. Mein Gott, ey. Es ist echt... Das hätte man halt viel, viel logischer machen können, dass man da nicht durch darf. So, es hätte ja wirklich eine Aura geben können, die einen abhält. Und wenn man den Phantom kann und besiegt, ist diese Aura weg. So, ne? Das hätte man ja irgendwie so machen können. Aber nee. Natürlich nicht. Das wäre ja zu einfach gewesen. Man muss diesen blöden Kalib dahinstellen, der einem sagt, dass es nicht weitergeht. Als ob der mir was zu sagen hätte. Als ob ein Link auf so eine Pflaume hört. Nee. Einfach nee. Einfach nur nee. Wo schwebten die jetzt? Bin ich schon über sie? Bin ich schon über ihr? Huch, okay. Ja, wie bin ich schon über ihr? Okay. Ach, hier ist er. Okay, alles klar. Ja, dann rein da. Ne? Ja, wow. Es ist halt... Es ist der rote Teppich, der mich nach oben befördert. So. Das hat viel zu viele Parts gedauert, bis wir endlich hier angekommen sind. Ey, es ist unfassbar. Es ist unfreaking fassbar. So, wie kommt man jetzt hier eigentlich wieder raus? Ach so. Natürlich. Gut. Ich habe da ein Foto für euch. Ja, das war ich in den Kranzruinen. Nein, du hast dich nicht getäuscht. Ja, ich bin da rein, richtig. Kann ich euch jetzt das Foto zeigen oder was ist los? Hier, guck mal ein Bild, sehr gut. Was ist das? Wie? Ich? Das ist unmöglich. Frau Paya, Herr Kalib, sehen Sie nur. No. Ist das etwa das Innere der schwebenden Kranzruine? Fantastisch, man kann die Steintafel klar erkennen. Ah. Da ist Sonoschrift eingraviert, wie bei den anderen Kranzruinen. Herr Tauro, das ist Ihr Spezialgebiet. Ah. Oh ja, ich werde versuchen, so viel wie möglich zu entziffern. Also. Zelda, Versprechen erfüllen. Ich, die weise Mineru. Ja, und Mineru hat Zelda in das Gerät getan. Also diesen Geist. Ich habe das gesehen. Darf ich das erzählen? Schlüssel versteckt, Südosten, Vertrauen, Hoffnung, Dämonenkönig zu besiegen. Südosten? Da ist Angelstedt. Das ist alles, was ich entziffern kann. Mineru scheint der Name von jemandem zu sein. Beim Teil mit Südosten steht noch etwas, das ich nicht entziffern kann. No. Die weiße Mineru? Das ist also der Name einer Weißen? Das stand bisher auf keiner anderen Steintafel. Und dass Prinzessin Zeldas Name und der Dämonenkönig erwähnt werden, ist auch höchst interessant. Oh ja, wie es aussieht, stehen auf dieser Steintafel sehr wichtige Informationen. Mhm. Was ist denn los, Frau Paya? Nichts, es ist nur dieser eine Teil vor Südosten. Könnte das nicht... Drachenland heißen? Mhm. Oh. Zappalot, da haben Sie wohl recht. Korrekterweise sollte man diesen Teil als Drachenland Südosten wiedergeben. Großartige Arbeit, Frau Paya. Das höre ich gerne. Es sieht aus, als hätte sich mein Studium in der Sonoschrift ausgezahlt. Großartige Arbeit. Also, Drachenland im Südosten. Mhm. Da fällt mir etwas ein. In Firone, der subtropischen Region im Südosten von Hyrule, gibt es einen besonderen Ort. Das ist eine ganze Amsel. Dort ist eine Amsel von so einem. Ich glaube, ich weiß, wo wir jetzt hin müssen. Sind auf diesen Ruinen Drachenmotive zu sehen, die man nirgendwo sonst findet. Herr Kalib, die schlaue Schwertschnapper. Das ist es, das muss es sein. Die Sonau-Ruinen in Firone.
Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Inschrift sich auf die Sonarruinen dort bezieht, ist äußerst hoch. Fantastische Arbeit, Herr Kalib. Oh. Oh, Tauro, was hast du gerade gesagt? Ich wollte dich anmerken, dass sich die Inschrift mit großer Wahrscheinlichkeit auf die Sonarruinen bezieht. Oh. Ah, das meinte ich nicht, sondern das danach. Fantastische. Ja, und danach kam noch irgendein Alter, der Typ regt mich so auf. Ja, ja. Können wir jetzt. Ja, können wir dieses dumme Gelaber jetzt lassen? Holy shit. Oh. Wenn wir diesen Inhalt der Steintafel im Gesamtzusammenhang betrachten, dann können wir ja annehmen, dass in den Sonarruinen im Südosten. Ja, jetzt lass mich doch dahin. Ja, mir, nicht Kalib. Nein, ich brauch den nicht mehr, der kann weg. Zuerst benötigen wir ein Basislager in der Nähe der Ruinen. Der Kartografieturm im Pappelhochland erscheint mir geeignet. Ja, moin. Auf zu neuen Entdeckungen, auf nach Firone. Auf zu den Sonarruinen. Ja, aber heißt das jetzt, wir sind noch gar nicht fertig? Also gibt es jetzt wirklich noch einen fünften Tempel und fünften Weißen und was? Ich dachte, wir kommen jetzt zum Finale. Und schon sind sie weg. Nun ja, ich bin mir sicher, dass die beiden zurechtkommen werden. Auch ich werde die Sonar-Zivilisation studieren, um neben den beiden nicht ins Hintertreffen zu geraten. Andererseits ist der Verbleib der wahren Prinzessin Zelda weiterhin ungeklärt. Ich glaube jedoch, dass sie wohl auf ist. Als Vorsteherin dieses Dorfes kann ich es nicht lassen. Mir bleibt nur für eine baldige Rückkehr von Prinzessin Zelda zu beten. Jo, also ich habe absolut nichts... Ich will das kurz sagen. Ich habe absolut nichts dagegen, dass es noch nicht zu Ende ist. Ich dachte halt nur, dass es zu Ende ist. Krass. Das erklärt jetzt aber, warum in diesem Gebiet... Hier nämlich... warum da nochmal so, ne, das hier ist, nämlich diese Gewitterwolken. Da war ja ganz viel in der Luft an Gewitterwolken. Das erklärt eine ganze Menge. Holy shit. Und hier geht's jetzt los. Ne, hier bin ich. Ne, nee, doch, hier muss ich hin. Da geht's jetzt los, da haben die ihr Zeug aufgebaut. Und dann müssen wir hier durch den ganzen Drachenkram wahrscheinlich. Bis wir dann halt... Wobei, das fängt eigentlich schon überall an. Wo man da rein muss. Das ist dieses ganze Ding hier. Ach, krass. Ich dachte, wir wären fertig. Völlig falsch gedacht. Okay. Okay. Dann gibt es wahrscheinlich auch nochmal einen fünften Boss, bevor es zu Ganondorf geht, oder was? Ja, dann sind wir ja. Dann muss ich mir jetzt trotzdem überlegen, ob ich zwischendurch jetzt Mario Wonders spiele. Das ist scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. War ich hier schon im Brunnen bestimmt, ne? Hier ist auch einfach gar nichts. Ach, das ist der Brunnen. Ja, moin. Ja, natürlich waren wir da drin. Der Brunnen war sogar notwendig, um den Turm zu öffnen. Okay, also sind wir jetzt hier. Und da haben die jetzt ihr Zeug aufgebaut. Ja. Oh. Tauro hat sich zu den Sonarruinen aufgemacht. Okay, gut. Am Drakotussee, alles klar. Ja, ist gut. Ich weiß, was ich wissen will. Drakotussee, geh mir nicht auf den Keks. So, wo ist Drakotussee? Einfach hier gerade runter.
Ja, okay. Gut. Da haben wir auch keinen Schreiner. Ich habe hier noch nichts ausgelöst. Also ich habe nichts, wie ich mich dahin porten könnte. Also müssen wir, sobald wir Schreine sehen, wie zum Beispiel den da, sofort aktivieren. Ohne Umschweife sofort aktivieren. Überleg nur gerade. Ja, komm. Ich will nämlich wieder so ein weißes Horn haben. Die Überhorne sind ja besonders krass. Oh, da müssen wir einmal gerade den Kollegen reinrattern lassen. Ah, der hat noch viel zu krasse Rüstung. So, tschüss. Bumerang mit Honigwabe, ja, wahrscheinlich. So, genau, das wollte ich. Das silberne Bockblindhorn, das war das, was ich wollte. Du interessierst mich eigentlich herzlich wenig. Sehr gut. Jetzt interessierst du mich dann doch kurz. Sehr schön. Haben die sonst noch irgendwas Cooles so für mich? Nee. Irgendeine Truhe. Auch noch eine Truhe hatten sie. Ja, nee. Wir haben längst viel krasseres Zeug. Ja, weil das ist das, was ich meinte, ne? Ich glaube jetzt irgendwo hier ist ja... Da. Na, da ist dieses ganze Gewitterzeug. Und dann sind hier wahrscheinlich nochmal neue Abschnitte und noch ein neuer Tempel und... Hast du nicht gesehen. Ja, krass. Ja, krass. Und ich dachte, wir sind fertig. Was für ein Trugschluss. Ich dachte wirklich, ich bin mit dieser Aufnahmesession heute, komme ich durch, so, ne? Man kommt noch, also man kommt bestimmt zu einem Finale, wenn man weiß, wo es ist. Null. Ich dachte, es ist halt bei Schloss Hyrule. Da ist es einfach nicht. Krass. Genaue Passform, okay. Ja, soll ich damit rumfahren oder was? Ah ja. Damit soll ich eine Runde rumfahren. Hui. Hätte ich da nicht einfach hinschweben können? Ist das zu weit? Wahrscheinlich. Okay, und der muss jetzt eine ganze... Also der muss jetzt die Spur... Hallo! Wieso fährst du einfach los, nur weil ich jetzt hier bin? Was ist das denn für ein... Ja. Ey, der hat sich die ganze Zeit nicht bewegt und kaum bin ich da, fährt er los. Hey, aber jetzt mal Real Talk. Oh, mal, ah, okay, da ist erstmal die Truhe. Dann holen wir erstmal die Truhe. So. Easy going. Oh, schön. So, aber wie gesagt, also... Das müssen wir noch schaffen, oder nicht? Oh, tatsächlich nicht. Ach, krass. Okay. I see. Na gut. Moment, ich muss kurz...
Und es geht weiter. Ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund gehört hat. Aber bei mir ging meine Klingel los und es ist halt mitten in der Nacht. Und das ist dann sehr merkwürdig. So, wie zum vierten ist es wieder los? Okay, also ich weiß, was ich zu tun habe. So, ich setze ihn jetzt erstmal so hin, dass er nicht losfährt. Okay, der fährt scheinbar immer los. So, einmal so. Ich muss ja nur dafür sorgen, dass er in der Schiene bleibt, ne? So, so wird schon... Da habe ich es nicht hingesetzt. So. Perfekt. Und so muss er jetzt in der Schiene bleiben. Anders geht das gar nicht. Ja, wobei, ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen enger. Ah, das könnte schief gehen. Jetzt wird's spannend. Ja, doch, es geht. Es geht. Sehr gut. Es geht. Es tut, was es soll. Wunderbar. Gut. Jetzt muss ich nur dran denken, dass dadurch, dass ich halt... Nein, bleib hier. Was wollte ich sagen? Dadurch, dass ich halt... Das wird jetzt aber auch cool, oder? Aber ist das jetzt... Wie ist denn das jetzt hier? Das fängt hier irgendwie an und geht dann aber auf eine Spur weiter. Okay. Sehr interessant. Also das kann eigentlich genau so bleiben. Nur mit nochmal so ein Ding aus. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, aufgrund dessen, dass ich jetzt einfach die Aufnahme kurz unterbrechen musste, weiß ich jetzt nicht, wie lang die erste Aufnahme war. Aber ich glaube noch nicht so lange, ne? Ja, das ist natürlich nichts. So. Jetzt gucken wir doch mal. Ja, perfekt. Es passt doch. So. Jetzt brauchen wir nur den passenden Antrieb. Nein. Schon rankleben. So. Und dich noch. Und... So. Okay, let's go. Jetzt hoffe ich nur, dass es reicht und der es dann wirklich umspringen lässt. Hä? Oh shit, sind wir zu schwer? Aber ich habe nicht, ich habe nur die drei hier. Ach, scheiße. Ich sehe das jetzt erst. Hier sind, das hier sind Steinplatten. Das hier sind Steinplatten und das ist einfach eine Metallplatte. Fuck. Ah, das ist dumm. Okay, pass auf.
Nein, die... Oh nein. Ich hatte gerade so gehofft, dass sie einfach stehen bleiben können. Das ist traurig. Okay, also alles nochmal bauen mit Steinplatten. Perfekt. Oh, ist das dumm. So. So. Hallo. So, jetzt aber. Ja, das sieht doch schon besser aus. Komm, du schaffst es. Yes. Okay, das muss jetzt aber reichen. Keine Notfalls. Okay, scheiße. Ach Mann, ich war zu ungeduldig. Ich hätte aber notfalls auf dem Ding weiterlaufen können. Sag nicht, ich muss das neu bauen. Oh, nee. Das war doch alles richtig. Okay, ich hätte nicht ungeduldig sein dürfen. Es tut mir leid. Mein Fehler. Komplett mein Fehler. Ist das dumm? Einfach drauf, werde nicht vorher abspringen, bis wir angekommen sind. Ist okay. Ist okay. Mein Fehler. Mea culpa. Nein, ich springe nicht, aber auch wenn ich es mir jetzt zutrauen würde, aber wir lassen das. Auf keinen Fall werde ich hier nochmal ein Risiko eingehen und nochmal runterstürzen. So. Was ein Quatsch. Was ein Quatsch.
So, wie lange haben wir vorhin aufgenommen? Ich schätze so 20 Minuten oder sowas, ne? Ja, könnte hinkommen. Jo, also das ist alles, wo ich jetzt sozusagen hin muss. Wie auch immer man dann da hochkommt, das wird wahrscheinlich wieder eine komplett neue Geschichte werden. Krass. Aber im Moment heißt das dann, ich krieg sogar noch eine fünfte Helferfigur? Das wäre ja übel. Das stimmt, das müsste es dir dann auch geben. Wobei ja eigentlich, also Minero ist ja schon da, ne? Die ist ja in meinem Dings drin. Das haben wir sogar gelernt. Das haben wir ja alles schon gelernt. Wir wissen das ja. Wieso kann man denn die Erinnerungen, wenn man die lernt, nicht mit der Story verknüpfen? Das ist das, was ich nicht verstehe. Aber naja. Es ist halt so. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall gleich rein. Hier sind überall Tempel und Zeugs. Von selbst wäre ich hier nie hingekommen. An Herrn Kalib. Sonarruinen erreicht. Säulenförmige Ruine direkt vor diesem Zelt gesehen. Teil der Basisaufgabe ein Pfad frei, der tief ins Innere führt. Okay. Alles klar. Also er ist wahrscheinlich da reingegangen irgendwo. Ich gehe jetzt erstmal hier rein und hole mir den Herzcontainer. Oh, ich kann wahrscheinlich nicht, weil das ist die Quelle des Mutes und da muss ich wieder erst was reinlegen. Was willst du? Hab ich vielleicht wenigstens das jetzt dabei, was sie braucht? Die starre Mutter gehört in der tiefen Schlucht nicht mehr zu spüren. Das ist das gleiche wie bei der Tempel, wie bei der anderen Quelle. Ah ja, das hatten wir geklärt, richtig. Habe ich? Okay, Farodra Klaue. Also die wollen immer eine Klaue haben. Jede von den Quellen will eine Klaue haben. Okay, habe ich zufällig eine Farodra Klaue? Wenn ich schon keine Nydra-Klaue hatte. Oh, wir sind noch nach Angriff sortiert, ne? Nach Typ gehen wir mal. Guck mal, hier sind die Drachensteine. Königsschuppe. Mann, wo sind denn die? Wo sind die Drachendinger jetzt? Das sind Monstermaterialien. Hä, jetzt ist es Essen. Hä, wo sind denn die ganzen? Ich hab doch Schuppen, wo sind die denn? Gott, ich komme mit dem Menü nicht klar, ne? Das sind die Herzen.
kommt die Orktochter. Ja, hä, wo sind denn die Schuppen? Das sind die Hörner. Jetzt kommen die Gamma-Dinger, also die Elite-Konstrukte. Raubschleimteile. Immer noch Gegnerzeug. Gigama-Riesenzahn. Hier sind die Drachensteine. Exalfosse. Hinox. Eldraschuppen. Hier sind die Schuppen. Okay, Schuppen habe ich. Keine einzige Klaue. Oh, super. Also ich muss irgendwann in die Klauen rankommen, um das zu machen. Ha, ärgerlich. Na gut. Alter, muss ich das wahrscheinlich eh bei jeder Quelle machen. Oh man. Na gut, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Ach, der ist ja schon hier, okay. Oha, du bist auch hierher gekommen. Ich weiß, klare Sache. Schließlich war die famose Entdeckung, dein Verdienst. Es lohnt sich, versprochen. Ein Wandbild der Sonokultur, völlig unverkennbar. Text und ästhetischer Ausdruck lassen keinen Zweifel daran. Und wir dürfen es fast unversehrt erleben. Es ist nicht nur eine Ehre, es ist ein wahres Wunder. Wobei wir dies womöglich statt höheren Kräften eher der fortgeschrittenen Technik der Sonne zu verdanken haben. Jedenfalls ist die Schrimm kaum verwittert und ich habe auch schon mit der Entschlüsselung begonnen. Doch leider ergibt der Inhalt des Textes auf den ersten Blick nur wenig Sinn. Oh. Ja, erzähl halt. Mein Gott. Ja, lies halt vor. Schlüpfe in die Blitzstahltracht. Welche die langhalsigen Drachen an der großmäuligen Riesenschlange hüten. Zu den Drachen habe ich immerhin eine Theorie. Oh. Ja, das haben wir auch gesehen. Großmäulige Riesenschlange, was das wohl bedeuten mag. Der Drakote-Fluss wird in Volkweise eine Riesenschlange. Ja, ja, okay. Bringe so dann eine Sono-Energiesphäre am Altar der Schwanzspitze dar. Oh je, okay. Mhm. Ja, das weiß ich, was das ist. Und den Altar werden wir wohl finden. Ah. Sono-Relikt. Ja, die Truhe kriege ich hier geöffnet. Ja, das ist nicht das Problem. Oh. Ja, also die Truhe kriegen wir auf. Das ist nicht das Problem, Kollege. Ach so, da ist das Blitz. Okay, okay. Bei Gewitter-Elektro-Angriff. Mhm. Dann muss ich das also dort anziehen. Oh. Ja, ich konnte das Relikt öffnen. Stell dir vor. Hä? Ach, so sieht dieses Ding aus. Okay. Blitzstrahlumhang. Das sieht sehr komisch aus, aber ist in Ordnung. Und wenn wir eh jetzt mit Elektro gleich zu tun haben, dann ziehe ich doch gleich noch Elektroschutz an. Ach so, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen kein Blitzschaden und Dings? Dann machen wir doch das hier. Oh. Deine Kleider, du trägst ja dieselbe Kleidung, wie sie die Gestalt auf dem Wandbild anhat. Ja, die Figur bietet auch gerade die Energiesphäre dar, dem Altar. Ja. Ja. Ah. Ja. Oh.
Obwohl die weiteren Stücke ebenfalls. Muss ich jetzt alles finden? Das habe ich schon. Ja. Okay, muss ich jetzt hier den Sensor Plus nutzen, um weitere Truhen zu finden, ja? Weil man die komplette Kleidung haben will, oder was? Oder ist es optional? Das ist jetzt die Frage. So, und wenn das der Drache ist, hier, ne, und am Ende des Flusses, das wäre dann hier irgendwo, ist dann der Altar. Aber muss ich jetzt die komplette Kleidung finden? Oder nicht? Das ist jetzt halt eine interessante Frage. Wir gehen jetzt erstmal ans Ende des Flusses und gucken, ob wir dort eine Energiesphäre schon darbieten dürfen können. Okay, wir kriegen erstmal einen Blutmond. Jo, wie ist denn das jetzt? Die Fake-Zelda dürfte doch gar nicht mehr da sein. Was machst du jetzt, Spiel? Was machst du jetzt? Fake Zelda dürfte es nicht mehr geben. Macht Ganon jetzt den Spruch? Ach krass. Ach krass. Es gibt gar keinen Spruch mehr. Ich meine, es ergibt vollkommen Sinn, ne? Okay, das ist cool. Das ist äußerst cool, dass sie daran gedacht haben. Finde ich gut. Finde ich absolut gut. Das sieht aber auch interessant aus. Ha. Na gut. Oh, guck mal, hier ist ein Gang. Okay. Hier ist einfach so eine Truhe. Ja, krass. Dann finde ich das ja auch ganz ohne Sonar-Sensor. Sehr schön. Die Blitzstrahlhose. Ja, dann, gut, da muss ich eh das Zeug anziehen, dann hilft es jetzt auch nichts. So, tschüss. Oh, da ist noch einer. Bisschen krasser drauf, kann das sein? Silberne Exalphoshorn. Ja, der ist krasser drauf. Hätte ich mal jetzt mal fotografieren sollen, den Kollegen. Egal. Jetzt ist eh alles zu spät. Okay, also immer da, wo es leuchtet, kann ich dann reingehen. Sehr gut. Dann fehlt nur noch das Kopfteil. Das kommt bestimmt auch noch, bevor wir am Ende ankommen. Ach, halt die Schnauze. Oh, jetzt regnet's auch noch. Also erstmal wieder umziehen.
So, aber jetzt sind wir gleich am Ende von dem Fluss angekommen, ne? Ja. Ist hier irgendwo ein Altar? Okay, ist erstmal ein Krog. Den nehme ich auch. Ich bin so eine Pflaume. Geh mir bloß nicht auf den Keks. Ja, geil. Ja, perfekt. Wieso gilt es nicht? Ich hab's doch getroffen. Alter, ist das stressig. Aber ich trage doch den Donnerhelm, also ich dürfte jetzt doch keinen Blitzschaden bekommen. So, kriegen wir das jetzt hin? Wieso denn immer die falsche Taste? Ja, danke. Eieieiei. So, wo ist jetzt der Altar? Da hinten leuchtet es auf jeden Fall. Dann ist da entweder jetzt der Altar oder erstmal die letzte Kleidung. Oder beides. Ne, hier ist der Altar, okay. Mal gucken, ob es reicht, wenn ich die Sachen trage oder ob ich alles tragen muss. Ich trage 2 von 3, das wird ja wohl reichen. So, eine Energiezelle. Scheiße. Okay, also muss ich noch den anderen finden. Ist in Ordnung. Die Frage ist dann jetzt halt nur, wann oder wo bin ich dran vorbei? Und ich weiß, ich soll es mit dem Sensor suchen, aber irgendwie fühle ich den Sensor jetzt nicht so. Ja, nee. Schwertbanane kannst du behalten. Ja, habe ich da nicht gerade was leuchten sehen, wie so ein Schrein? Wie war, wie wenn ich so Schrein leuchten gesehen hätte? Aber scheinbar nicht. Na gut. Oh, ich bin zu weit oben. Ich bin viel zu weit oben. Mist. Das sieht auch sehr interessant aus. So ein Blitzableiter. Das wird mit Sicherheit noch relevant werden. Alter, wie viele Viecher hier sind, ne? Ja, halt die Schnauze.
hier waren wir drin, ne? Den haben wir kaputt gemacht. Ja, das waren wir, da waren wir drin. Der kann doch nicht so schwer zu finden sein. Aber wie gesagt, die Frage ist halt, bin ich schon dran vorbei an der Stelle oder käme er nach der Stelle hier noch? Da drüben waren wir drin. Ich schätze, der kommt danach noch irgendwo. Ja. Es wirkt schon so. Wenn ich es jetzt auf dem Rückweg nicht finde, dann mache ich den Sensor an. Das sieht halt auch irgendwie sus aus, aber das ist einfach nur die Dings. Cool. Alter, du dummes Fotoding. Schnauze. Da leuchtet's. Wir haben es gefunden. Boah. Mit den letzten Kräften hat das Schwert noch seinen letzten Dienst erwiesen. Okay, wir haben die Sache. Alles klar. Gehen wir jetzt in dieser Kleidung halt drüber und geben die Sphäre ab. Das wissen wir jetzt ja schon, wo wir hin müssen. So. Dumm. Zack. Let's go. Ich wette, es hat irgendwas mit diesem Turm zu sehen, den wir gesehen haben. Ja, genau. Diese Dinger da, ne? Diese Blitzableiter oder was das ist. Die aktivieren sich jetzt. Ja, genau. Und es klärt sich. Sehr schön.
Kaleb, geh mir nicht auf den Sack. Sehen Sie, in diesen Steindrachen dort hat auch der Blitz eingeschlagen. Hä? Ist etwa jemand hier in den Ruinen drin? So warst du auch hier, wer? Diese steinerne Statue hat einen Drachen furchtbaren Blitzeinschlag erfahren. Und nun ja, gut, dass dir nichts passiert ist. Oh. Einen solchen Einschlag habe ich noch nie gesehen. Und haben die Augen der Statue etwa kurz vorher aufgeleuchtet? Ich lese jetzt nur vor, wenn es wichtig ist. Ich müsste mit dem Turm hochkommen, oder? Das ist doch nah genug dran eigentlich. Es ist nur Gelaber. Okay. Nice. Zurück zum Turm und wir gucken mal, wie hoch wir kommen. Das ist nicht der Turm. Oh, der Turm ist hier. Ja, okay, es ist schon ein Stück, ne? Es ist schon ein Stück. Aber ich würde trotzdem denken, dass ich von dem Turm aus da hochkomme. Und der Questmarker war eher an der Stelle. Glaubt es gar nicht. Oh, aber jetzt kann ich endlich austesten, was passiert, wenn ich den Enzian verwurschte. Das ging ja vorhin nicht, weil ich da voll hatte, mein Inventar. So, 5-mal Enzian wollte ich ausprobieren. Was macht das? Schleichwildgemüse, okay. Alles klar. Ja, da komme ich ja easy hin von hier aus. Ja, perfekt. Was wollen wir mehr? Aber ich frage mich jetzt halt, wie gesagt, ob da jetzt wirklich ein Tempel kommt. So, wirklich ein neuer Tempel oder einfach ein Abschnitt sozusagen. Na? Neuer Tempel wäre schon krass. Donnergrollinsel. Klar. Gut, dass ich den Helm hab. Ah, natürlich. Thank you.
bisher noch ohne Gegner. Also im Moment laufen wir einfach nur den Weg ab. Habe ich gar nichts dagegen. Okay, so viel dazu. Nein. Ah. Oh. Jetzt ist er runtergekommen. Also ich hoffe, ich gehe nicht zu schnell hier durch, aber man kommt im Moment halt auch nicht gut voran, muss ich sagen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht schon was verpasst. Na, so irgendwelche Truhen irgendwo. Keine Ahnung. Na komm, wir machen mal wieder ein bisschen was kaputt. Wir brauchen es ja. Sonst habe ich nämlich irgendwann wieder keine Pfeile. Und dann ärgere ich mich nur wieder. Oh, warte mal. Der Blitz kann hier gerne einschlagen. Okay, das war nicht so gut. Ich dachte, das ist... Ja, aber es ist wie wenn ich das mit den Dings kaputt mache. Na, ja, okay. Schwierig. Wo ist er da? Wieso überleben die Fische das? Wieso dürfen die das? Wer hat das denen erlaubt? Ah, scheiße. Scheiße. Oh, das war knapp. Oh, mach dich weg. Alter. Schöne Pfeile. Okay. Hier scheint eine extra Insel zu sein. Vielleicht eine Truhe. Yes. Ich habe eher auf den Wille der Weißen gehofft oder eine Schatzkarte, aber okay. Dann nicht.
Okay, aber es ist schon noch ein ganzes Stück hier, ne? Der Weg ist noch lang. Ja, hier unten wäre halt auch noch... Mann, das sind wieder so lange Wege. Und irgendeiner von denen hat bestimmt Secrets. Hallo. Soll man sich hier irgendeinen Quatsch bauen? Ah. Oh, da drüben ist so ein Viech. Ah, hier unten sind halt weh. Ach Mann, ich will jetzt aber eigentlich hier schnell weiter einfach nur. Okay, pass auf. Ich bin gar nicht da. Okay, solange ich am Rand bin, kommen wir uns nicht in die Quere, das ist gut. Das ist gut. Sehr schön. Ich glaube, ich gehe den relativ ungefährlichen Weg. Ach komm. Du wirst das kleine Stück doch jetzt wohl hoch schaffen, da. Na bitte. Warum sollte man das drehen jetzt eigentlich? Ich verstehe noch nicht so ganz, was man jetzt davon hat, es hier zu drehen. Vielleicht kann man dann darüber geschossen werden oder so. Will ich da hin? Nee, das ist auch nur wieder irgendein Bonus. Ich will hier weiter. Da will ich hin. Ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende, ne? Komm, wir machen noch ein bisschen. Ich würde gerne in dem Part noch die Frage klären, ob es jetzt einen Tempel gibt oder halt nicht. Ob der Weg sozusagen das Ziel ist oder ob es wirklich noch einen Tempel gibt. Dafür versuche ich jetzt hier mal ein bisschen schneller durchzumogeln. Man kommt ja doch durch dieses Fliegen und so recht schnell hier durch. Und dadurch, dass ich halt so klettern kann, habe ich halt auch weniger Stress, wenn ich an der Wand hänge. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Na, dadurch, dass ich im Regen klettern kann, kann ich halt vieles hier umgehen.
da unten wäre bestimmt krasses Zeug, so, ne? Aber ich will jetzt, wie gesagt, einfach mal reinkommen. Mir scheint, da drüben ist dann zumindest... Ja, jetzt muss ich irgendwie da hochkommen. Okay, wie löse ich dieses Teil jetzt aus? Aber der braucht hier Strom, ne? Aber von hier kommt ja eigentlich Strom. Also was muss ich denn, was ist denn jetzt, also was passt in dem jetzt nicht? Das funktioniert, okay. Also tatsächlich so. Nice. Ja, easy. Truhe. Okay. Warum nicht? Will ich da runter? Okay, doch, ich will da runter, ja. Drachenkopfwinzel. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein Schrein. Dann lösen wir den doch erstmal aus. Und gucken uns im nächsten Mal an, was hier jetzt alles los ist. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.